Mit gut 12.000 Drucken und über 3.500 Handschriften galt die mittelalterliche Bibliotheca Palatina einst als Mutter aller Bibliotheken. Während des Dreißigjährigen Kriegs wurden ihre Bestände jedoch verstreut und finden sich heute neben der Ursprungsstadt Heidelberg größtenteils in der Vatikanischen Bibliothek in Rom und in der Universitätsbibliothek in Cambridge wieder. In den letzten Jahren wurden die deutschen und lateinischen Kodizes, wie man die Bindungen von Handschriften auch nennt, digitalisiert. Jetzt sollen die Bestände zumindest in digitaler Form in einem Kooperationsprojekt zusammengeführt werden. In Cambridge, Rom und Heidelberg sollen jetzt auch die letzten mehr als 800 griechischen Handschriften elektronisch erfasst werden. Die Polonsky-Stiftung unterstützt das Gemeinschaftsprojekt mit rund 1,8 Millionen Euro. Homer, Platon, Aristoteles. Das Vermächtnis der griechischen Philosophen ist groß und prägt bis heute unsere Kultur und die Wissenschaften. Ihre Gedanken und Erkenntnisse finden sich als Abschrift in Hunderten der mittelalterlichen Kodizes wieder. Für das europäische Großprojekt zur Digitalisierung der griechischen Handschriften aus der Bibliotheca Palatina ist Dr. Karin Zimmermann verantwortlich. Sie ist Spezialistin für Handschriftenkunde und außerdem die Leiterin der Abteilung historischer Sammlungen der Universitätsbibliothek Heidelberg. Das Digitalisierungsprojekt verfolgt konkret das Ziel, die ehemalige Bibliotheca Palatina virtuell wieder zusammenzuführen, indem wir eben versuchen, die Bestände, die heutzutage sich in der Vatikanischen Bibliothek in Rom befinden, dort zu digitalisieren und über ein Portal zusammen mit den Handschriften, die in der Universitätsbibliothek Heidelberg liegen, den Benutzer, den Forschern, aber auch der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Zu den griechischen Handschriften gab es bisher nur einen Katalog aus dem Jahre 1885 vom vatikanischen Kurator für Griechisch Enrico Stevenson. Wissenschaftler, die sich konkret mit den Inhalten der Kodizes befassen wollen, finden in dem Katalog lediglich Beschreibungen und Zusammenfassungen der griechischen Texte. Die Originalhandschriften sind größtenteils im Tresor der Vatikanischen Bibliothek unter Verschluss und nur unter erschwerten Bedingungen für die Forscher zugänglich. Durch die Digitalisierung ist es jetzt eben möglich, dass man sich beispielsweise diese Beschreibungen von Stevenson neben den Digitalisaten anschaut, aber Teil dieses Erschließungsprojektes ist es ja auch, die Handschriften neu zu beschreiben. Und am Ende dieses Projektes wird eben neben den hochwertigen Digitalisaten auch die Möglichkeit bestehen, aktuelle, neue, hochwertige wissenschaftliche Beschreibungen sich neben dem Digitalisat aufzurufen. Jede der Handschriften ist ein Unikat von unschätzbarem Wert. Sie stellen Alexandra Sümpfendörfer und ihr Digitalisierungsteam immer wieder vor neue Herausforderungen. Es gibt Bände, die lassen sich nicht wirklich weit öffnen und sie haben andererseits Text, der bis in den Falzbereich läuft, den sie dann nur schwer herausholen können, beziehungsweise teilweise ist das Papier ein Problem. Sie können Papierhandschriften haben oder aber auch Pergamenthandschriften, die dann nicht gerade sind, sondern gewellt sind. Sie müssen sie versuchen, dann gerade zu bekommen, damit sie möglichst verzerrungsfreie Bilder produzieren. Oberste Priorität hat natürlich immer der konservatorische Schutz. Das heißt, wir können technisch nur das machen, was die Handschrift nicht beschädigt. Das heißt, wir haben den sogenannten Prater Buchtisch. Da haben wir die Möglichkeit, durch verschiedene technische Hilfsmittel den Band, soweit er es zulässt, zu öffnen. Wir haben eine Saugvorrichtung, mit der man die Blätter ansaugen kann, dass sie möglichst plan liegen. Und damit versuchen wir, das technisch Mögliche aus diesen Handschriften herauszuholen. Das Ergebnis sind hochaufgelöste Fotografien der mittelalterlichen Handschriften. Sie sind als Quellen vor allem für Philologen und Historiker interessant, die verschiedene Textversionen miteinander vergleichen oder den Inhalt der Schriften studieren. Also es gibt beispielsweise innerhalb dieser Sammlung gerade der griechischen Handschriften der Bibliotheca Palatina einige Handschriften, die den Text der sogenannten Parallelviten des Plutarch überliefert. Das ist eine Sammlung von Doppelbiografien, in denen Plutarch immer das Leben eines Römers dem Leben eines Griechen gegenüberstellt. Beispielsweise die Erzählung Alexander des Großen und Gaius Julius Caesar. Da werden vergleicht also Plutarch diese beiden sehr bekannten Staatsmänner, Kriegsführer und versucht eben anhand seiner Biografien diese charakterlichen Unterschiede dann herauszuarbeiten.
Und so kommen auch wir der Welt von Homer und Co. wieder ein Stückchen näher.